Aber ich nehme gern mit, was ich so finden kann. Oh. Intruder! Ground meat in the Master Sanctum! Skree! Skree! Eindringling. Hackfleisch im Heiligtum des Meisters. Krächz, krächz. Der irbt, ihm zirpt einen großen Schrei. Großer Not und flattert wild mit dem Flügel. So nach meinem Ausgang oder einem Klohäuschen, was auch immer näher ist. Heavy, eh? Why not use carpet? Imps do all the time. In der Reihen schwer, hä? Warum nicht benutzen Teppich? Imps, das machen wir. Follow me, eh? Take you outside. Stay close and not get hurt. Ja, verlass und führe den Weg. Okay, wir können oben nicht einfach rumschleichen. Aber wenigstens werden wir so einfach nur rausgeschmissen. Das heißt, wir nehmen doch mal den Kellerweg. Über das Badehaus. Da Kimi ja eh gerade nicht zu Hause ist, wird uns kaum in so eine Glücksspielpuppe verwandeln. Also ja, hier will ich runter in den Kesselraum. Und mich hier durchquetschen. Ja, durch den Riss quetschen. Ich hoffe mal, dass sich jetzt nicht nur Edda durchquetscht. Ja. Diese Wand wurde anscheinend vor kurzem repariert. Viele Steine sind neu. Sie wurden extra so zugeschnitten, um sich in die ältere Struktur ringsum einzupassen. Den Mörtel wegmeißeln. Mit Rohstoffsalz schaffst du es, die vor kurzem durchgeführten Reparationen zu durchbrechen und einen gangbaren Weg aus der Mauer zu schlagen. Als der letzte der lose Stein wegkommt, erblickst du den Silberglanz eines Drahtes, der in zwei geht. Irgendwo in deinem WLAN lässt eine Mischung aus Glocken und Hörnern einen dissonanten Alarm entstehen, der mit der Zeit leiser wird und durch ein hohes chemisches Lachen, welches näher kommt, ersetzt wird. I shall be discreet. Ja, da geht's in Akemias Schatzkammer. Diese Apparatur ist ein komplexer Steuerpult, welches aus Edelsteinen, die in bewegliche Steinvertiefungen eingesetzt werden, besteht. Vierfarbige Edelsteine sind um ein Loch in der Mitte platziert. Etwas scheint zu fehlen. Ein erfahrener Master kann dies möglicherweise kompensieren. Die Lücke in der Mitte untersuchen. Es sieht wie eine Fassung für einen Edelstein aus. Cutspuren deuten darauf hin, dass jemand oder etwas den Stein herausgehebelt hat. Die Edelsteine untersuchen. Die Edelsteine um die Achse des Schlosses können in verschiedener Kombination verschoben werden, wie ein Kombinationsschloss. Ja, jemanden rumspielen lassen. Erfolg. Nach ein bisschen sanfter Aufmerksamkeit mit geübter Hand gibt das Schloss ein weiches Klicken und AK ist Summen vor sich. Hambild beobachtet seine saubere Arbeit mit einem zufriedenen Lächeln.
Edelsteine drehen und verschiedene Stellungen ausprobieren. Du versuchst eine Kombinationsmöglichkeit mit den Edelsteinen, aber die schiere Anzahl derselben lässt dich aufgeben. Es scheint, als bräuchte dieses Schloss ein weiteres Teil. Ja, dass in der Mitte was fehlt. Gut. We're not alone. Real quiet now. Trouble ahead. A shadow comes to muddy the light. Stand together. This is futile. Gut, Imps und ein paar Sturmfeulen sind jetzt nicht so das Problem. Vor allem, weil so Fäulen nicht sehr stark sind. Und ich glaube, ich schalte die Todeskamera doch aus. Auf Dauer ist das nämlich recht nervig. Ah ja, was steht da eigentlich über die Schatzkammer? Ich habe Akemias Schatzkammer gefunden. Die Tür wird aber durch eine Art Kombinationsschloss mit seltenen Edelsteinen gesichert. Durch Herumraten werde ich sie kaum aufbekommen. Ich brauche also die Kombination, um die Schatzkammer zu gelangen. In der Mitte des Schlosses fehlt ein Edelstein. Spuren um die Stelle herum deuten darauf hin, dass ihn jemand erst kürzlich herausgebrochen hat. Ein Impeder Launch im ersten Stock steckt angeblich hinter dem Widerstand des Edelsteins aus dem Schloss. Das Schloss zur Schatzkammer wurde repariert und sollte jetzt ohne den fehlenden Edelstein funktionieren. Ah ja, cool, ich habe es geschafft, das Schloss zu reparieren. Das heißt, ich muss nur die Kombination herausfinden. Der lässt Flammenfeuer für sich schmieden? Oh Gott, ein eiserner Prototyp. Das könnte... Ja, das kann wirklich böse enden. To oblige. Moeth, it's your honor. I'm no help here. Zavar will be on this. This will not do. Yeah. Yours to command. Gegen die Jungs wird's schwierig, irgendwie zu bestehen. Captain. Ja, ihn zur Jagd freigeben wird auch nicht so viel bringen, aber ich versuche mal alles auf ihn zu schleudern, was ich habe. Ja, Schadensreduktion, Zauberwirkbaum geben. Was hätte ich denn noch im Angebot? Gestalt der hilflosen Bestie. Ne, ich kann den nicht verwandeln, das ist das Blöde.
verfaulen. I need something stronger. Kann sogar die häufig genutzten Zauber ansehen. This is futile. Okay. Da kriegst du halt sowas noch auf den Deckel. Na, langsam nimmt er ab. Sodi, hast du noch was Böses? Oh. Fenrir ist ein bisschen ungesund. Sounds about as useful as a bump on a pickle. That's it. Very well. Das Siegel hat was gebracht. Sehr gut. Dann mach mal das. Brandschaden ist immer gut. Nobody saw that. Oh, wir haben ihn besiegt. Zwei von der Sorte können wir leider nicht bekämpfen. Das könnte zu heftig werden. I hear you. Indeed. Keeping an eye out. Tag, Imp. Ciao, Imp. Well, if you insist, hope that helps. Ah, ein Morgenstern ist schon mal schön. Of course. Was haben wir hier? 10 Jahre Morgendämmerung, irgendwelche anderen Sachen, Buch der Jagd, die rätselhafte Gott der Kälte. Die Königin, die gewesen war und noch immer ist. Die vielen Gesichter Berats. Jonas, letztes Tagebuch. Mein Sohn, morgen werde ich zum Bildnis. Morgen werde ich Skins Verkörperung auf Eora. Ah, das kennen wir ja schon. Happily. Der Kult der sanguinischen Ernte. Die vielen Fallschritte der Impfhaltung. Deine Haut kribbelt aus dem Seerbecken. Das Spiegelbild kriegt sich aus der Tiefe heraus an. Okay. Seerbecken. Alchemielabor, Schmiede, Bibliothek. Ein fehlgeschlagenes Experiment. I said predator in the water. It makes no difference. Come on. Machen wir erstmal die Erdfäule weg. Trouble moving through this. Okay, it's not very helpful. Imps sind teilweise nervige Viecher, ey. Yeah.
Fenrir heilen? Glory be to God. So, die stirbt zum Glück leichter. Yes. Indeed. Und ein Level up für Takeo.